Irgendwo an der A3 zwischen Frankfurt und Köln. Bad Camberg. Versteckt im Gewerbegebiet einer der renommiertesten Fahrradhersteller Deutschlands, die Stork Bicycle GmbH. Gründer und Firmenchef Markus Stork gilt als der innovativste Kopf der deutschen Bikeszene. Der bekennende Hesse entwirft und entwickelt Fahrräder. Für seine Ideen erntet Stork regelmäßig Designpreise. Bei Tests hat der Perfektionist meist die Nase vorn. Zu den neuesten Entwicklungen gehört ein superleichter Rennrahmen, komplett aus Carbon gefertigt, mit einem Gewicht von unter einem Kilo. Immer leichter. Geht das? Also es geht schon, aber irgendwo sind natürlich auch vom Material Grenzen gesetzt. Also wir haben uns bemüht, die letzten Jahre bei der Entwicklung von der Gabel und von den Kurbeln, auch von den Rahmen, schon ein neues Gewichtsgrenze eigentlich zu setzen. Und diese Produkte sind eigentlich seit 9 Jahren ganz vorne. Das heißt, es hat bis jetzt noch keine leichteren Produkte gegeben. Im Vordergrund steht aber für uns immer, ein sicheres Produkt auch zu produzieren. Das heißt, nicht leichtbar und jedem Preis, wenn das schließlich zur Folge hätte, dass das Produkt dann schneller kaputt geht oder nicht die hohe Lebensdauer hat. So hat sich Markus Stork zum Ziel gesetzt, den optimalen Kompromiss aus Leichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit zu schaffen. In der Bad Camberger Fahrradmanufaktur werden deshalb nur edelste und hochwertigste Komponenten an den sowieso schon gewichtsoptimierten Rahmen montiert. Monatlich verlassen ca. 200 Edelbikes die Produktion, darunter auch Lifestyle-Räder für Porsche. In Bad Camberg sorgen 16 Mitarbeiter für einen Jahresumsatz von 3,5 Millionen Euro. Jedes Rad wird von einem Mitarbeiter von A bis Z gefertigt. Damit will Stork eine hohe Identifikation mit dem Produkt erreichen. Ein Monteur setzt am Tag, je nach Modell, 2 bis 6 Fahrräder zusammen. Das kommt einem auf den ersten Blick wenig vor. Für Werkstattleiter Oliver Klesen steht nicht die Quantität, sondern die Qualität im Vordergrund. Es ist also so, dass wir im Persönlichen auch einen sehr guten Kontakt haben. Und wir fahren sehr viel Rad zusammen. Es ist auch so, dass jeder Mitarbeiter eigentlich so diese technischen Details selbst kennt, da die Leute selbst Rad fahren. Sie kennen die Problematiken, was auftreten kann, worauf es wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist. Ich denke, das ist eine ganz große oder auch eine ganz wichtige Voraussetzung hierzu, um diese Arbeiten korrekt durchzuführen. Eine perfekte Verarbeitung soll Storkräder auszeichnen. Dieses Versprechen wird durchaus eingelöst. So muss sich jeder angelieferte Rahmen erst einmal qualifizieren, bevor er ein echter Stork werden darf und wird am Messtisch einer peniblen Prüfung unterzogen. Sich auf dem eigenen hohen Standard auszuruhen, ist allerdings nicht die Sache eines Markus Stork. Gerade hat er seine neue Stiletto Aero Gabel mit neuer Form und noch höherer Steifigkeit entwickelt. Wie ein neues Spielzeug an Weihnachten präsentiert der jungenhaft wirkende Unternehmer den Prototypen. Die Mitarbeiter, allesamt enthusiastische Biker, huldigen der Storkschen Innovation in feinstem Carbon. Durch die permanente Weiterentwicklung bestehender Techniken, die Verwendung modernster Materialien und die Gestaltung zeitgemäßer Designs hebt sich Stork von anderen Marktteilnehmern deutlich ab. Also in der Fahrradbranche hat man eigentlich das Problem, dass die Hersteller nicht mehr selbst entwickeln. Wir werden eigentlich dominiert von einem Komponentenhersteller und entwickeln dann Gleichteile, das heißt einen Rahmen oder einen Lenker, der eigentlich auf jedes Fahrrad irgendwo passt. Und das Problem ist, dass in der Fahrradindustrie die gesamte Industrie nach Taiwan reist, dort dementsprechend dann einen Katalog vorfindet oder Stände vorfindet, irgendein Produkt dann sieht wie eine Gabel und dann geht es eigentlich letztendlich um den Preis, aber nicht, ob dieses Produkt getestet ist, ob das betriebsfest ist oder sogar dauerbetriebsfest, inwieweit das ein ausgereiftes Produkt ist, sondern es geht meistens nur ums Gewicht.
um die Lieferfähigkeit und um den Preis. Und das ist natürlich dann für den Konsumenten ganz schwer einzuschätzen, weil ein Teil kann leicht sein, es kann dann auch gut aussehen, aber ob es hält und ob das auch auf Dauer halt etwas ist, wo ich auch mein Leben anvertrauen möchte bei einem technischen Produkt, Rennrad 80, 90 km/h Berg runter, das ist dann doch sehr, sehr fragwürdig. Und bei uns ist es so, dass jedes Produkt angefertigt wird. Das heißt, es gibt ein Lasten- und Pflichtenheft. Wir machen uns Gedanken vorher über die Eigenschaften von dem Produkt und dann fangen wir an, letztendlich zu entwickeln, um das Produkt dann perfekt auf den Markt zu bringen. Seine Ideen setzt Markus Storck gemeinsam mit dem Freiburger Industriedesigner Gregor Gordes um. Form follows function. Diesem Credo unterwirft sich Storck vorbehaltlos. Vom kleinsten Detail bis hin zum kompletten Rahmen entsteht computerunterstützt ein Design, das Markus Storck bereits zahlreiche Preise wie IF Gold Awards, Red Dot Design Awards und Nominierungen zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland eingebracht hat. Bei anderen Produkten muss man eher dazu schreiben, das ist ein hochwertiges Fahrrad. Einem Storck-Fahrrad sieht man das an, es ist ein hochwertiges Fahrrad. Und das hat seinen Preis. Allein in den Rahmen des Organic Light kann der ambitionierte Radler 3.900 Euro investieren. Aber ein echtes und komplettes Storck Rebel Race ist auch schon für 1.700 Euro zu haben. Markus Storck ist zum Premium-Bike-Hersteller avanciert. Es war schon mehr Bestimmung als Zufall, dass Markus die Welt des Rades für sich entdeckte. Großvater Willi Müller war in den 20er Jahren erfolgreicher Berufsradfahrer im Opel-Team. Der Vater setzte diese Tradition fort und gründete ein Fahrradfachgeschäft in Frankfurt, das bis zum heutigen Tag besteht. Kein Wunder, dass Markus schon als Sechsjähriger an einem Radrennen teilnahm und gewann. Erst fuhr er Rennen, dann stieg er auf Radtouristik um. Zielstrebig setzte Markus Storck weiter aufs Rad. Zunächst versuchte er sich als Generalimporteur. Dann gründete er die Eigenmarke BikeTech und setzt seit 1995 nur noch konsequent auf das Label Storck. Viele Entwicklungen basieren auf den Erfahrungen, die der sportbegeisterte Macher bei Wettkämpfen sammelt. Heute ist die Storck Bicycle GmbH in 21 Ländern vertreten und kann auf immerhin 35 Patente verweisen. München Olympiagelände im Sommer 2004. Markus Storck ist mit einer aus 8 Mitarbeitern bestehenden Mannschaft angereist, um an einem 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Die Spielregel: Nach jeder der ca. 15 Minuten dauernden Runde darf gewechselt werden, muss aber nicht. So können die besser Trainierten mehr Runden fahren als die Bürohengste. Markus Storck fährt mit und weiß seine momentane Form einzuschätzen. Ich verausgabe mich beim 24-Stunden-Rennen sicherlich auch. Weiß aber ganz genau, wer mehr Körner hat oder Radfahren kommt vom Radfahren, sagen wir. Also mehr Kilometer, das bedeutet auch eigentlich eine bessere Leistung. Der Ehrgeiz ist bei mir auf jeden Fall da. Also ich neige normalerweise eher dazu, über die Grenzen zu gehen. Also von mehr Leistung aus mir rauszuholen, wie teilweise auch verträglich ist. Die Nacht bricht an und jetzt können Horst vom Qualitätsmanagement, Tobias vom Einkauf und Werkstattleiter Olli beweisen, dass sie auch ohne Schlaf für das Team alles geben. Der Morgen danach. Die Jungs vom Storck-Team benötigen nach der langen Nacht ein paar Streicheleinheiten. Wo andere Firmen ihre Manager in Survival-Camps schicken, liegt es für Markus Storck naturgemäß näher, das Thema Teamwork bei einer Veranstaltung wie dieser abzurufen. 24-Stunden-Rennen ist eigentlich, ich sag mal, schon so ein Seminar fast für die Mitarbeiter, weil man steckt also unter Stress, wechseln, muss sich auf neue Situationen einstellen, wer ist noch belastungsfähig, wer nicht.
Also es ist sicherlich sehr, sehr interessant, weil die Persönlichkeiten bei 24 Stunden halt wirklich auch herausgekehrt werden. Vor allen Dingen, wenn man zusammen ist und hat man eine Nacht nicht geschlafen oder so gut wie keinen Schlaf gehabt. Und dann kommt schon sehr, sehr viel Menschlichkeit und Persönlichkeit halt bei einem dann auch raus. Die Arbeit ist, sag mal, die eine Geschichte und das andere ist jetzt das Radfahren, dieses Event und allem drumherum, wobei das Ganze relativ dicht zusammenliegt. Also diese Art, der Umgang mit dem Personal, auch mit dem Chef, mit dem Markus, und das ist eigentlich ganz locker, leger gehalten. Jeder arbeitet sein Ding, was er halt macht, und aber auch hier auf den Events klappt das super wunderbar miteinander. Das ist so eine richtige verschworene Clique, sag ich jetzt mal. Ne? Die Stimmung ist also gut und die verschworene Clique hat sogar die Chance, die 24 Stunden von München zu gewinnen. Taktik ist gefragt, denn jetzt besteht die Möglichkeit, die stärkeren Fahrer öfter auf die anspruchsvolle Rundstrecke zu schicken. Je nach persönlicher Form benötigt ein Fahrer pro Runde zwischen 12 und 15 Minuten. Das reicht. Wenn du also 15 Minuten Vollgas gibst, dann weißt du, was du gemacht hast. Und das spornt auch wieder an für die nächsten guten Produkte und die nächsten guten Fahrräder. Und mehr zu trainieren vor allem. Das Stork-Team hat seinen Vorsprung ausgebaut und nach 10.000 Höhenmetern und 1440 schweißtreibenden Minuten sind alle Zweifel beseitigt. Stork gewinnt das RockShox 24-Hour-Race im Olympiapark München. Wieder zurück in Bad Camberg. Markus Stork hat noch viel vor. Die nächste Fachmesse steht vor der Tür und die Branche erwartet von Stork Innovationen. Der Druck wächst, aber damit hat er keine Probleme. Durch seine Adern fließt eben Fahrradöl statt Blut. Und ein Unternehmer, der 24 Stunden am Rad dreht, braucht keine Pausen. Und schon gar nicht, wenn er hochgesteckte Ziele vor Augen hat. Ich möchte eigentlich das beste Fahrrad oder das beste Produkt auf der Welt bauen. Und das im Prinzip in den Bereichen Rennrad, Mountainbike, Triathlon, City, Trekking. Das heißt, das Thema Fahrrad lässt mich also nicht los. Und ich habe da schon eine ganz klare Wunschvorstellung. Also auf lange Sicht eigentlich der Fahrraddesigner auch zu sein und zu werden im Bereich Fahrrad. Wenn man also ein Fahrrad an Design oder an eine Marke denkt, dass da ganz klar der Bezug halt zu Stork kommt. Ein paar Türen weiter agiert Helena Stork. Die Ehefrau des 24-Stunden-Mannes ist für das Controlling zuständig. Bei einem Vollblutunternehmer wie Markus Stork nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Ich versuche natürlich schon auf die Entwicklungssachen einzuwirken, weil das natürlich sehr, sehr viel Geld kostet. Ich sehe ihn natürlich auch als Visionär und für mich ist er im Fahrradbereich eigentlich ein Genie. Deswegen möchte ich ihn sehr ungern in irgendwelchen Sachen bremsen. Aber wenn ich sage, es gibt in anderen Bereichen, wo ich sage, da können wir ein bisschen kürzer treten und da müssen wir vielleicht nicht so viel Werbung machen oder dieses und jenes. Aber jetzt in den Entwicklungssachen hat er eigentlich schon das richtige Händchen immer. Lokaltermin in Frankfurt. Wer innovativ unterwegs ist, muss auch seine eigene Werbung ständig auf dem neuesten Stand halten. Mit Still-Life-Fotograf Thomas Hahn gestaltet Stork den Look des neuen Katalogs. Alles, was ich mache, ist Licht und Schärfe. Also ich
setze niemanden drauf von mir aus. Ich besprühe es nicht mit Schlamm, sondern ich zeige genau das, was da ist. Aber da eben auch mit einem besonderen Aspekt auf das Wesentliche. Also ich gucke mir das genau an, zusammen mit dem Markus. Ich gucke mir genau an, was ist wichtig, was wollen wir zeigen. Und das kann man dann durch die Perspektive, durch die Schärfe, durch das Licht nochmal unterstreichen. Markus Storck erklärt auch die Entstehung eines Kataloges zur Chefsache. Eine Werbeagentur wie Heine, Lenz und Ziska und MT-Druck bieten zwar den professionellen Rahmen, doch es sind seine Vorstellungen, die in die Arbeit einfließen. Aber ob Fotograf oder Werbeagenturchef, alle sind ambitionierte Fahrradfans. Jemand, der mit Fahrrad nichts zu tun hat, ist es teilweise sehr, sehr schwierig, es dann zu erklären, wie ich ein Fahrrad aufgenommen haben möchte, wie ein Katalog aussehen muss, wie eine Webpage gestaltet wird oder überhaupt, wie ein Design auch gemacht wird. Also insofern sind alle Leute vom Fahrradvirus befallen und das spürt man dann auch beim Arbeiten. Da kommt die Passion halt direkt mit. Seit 1996 betreibt auch Automobilhersteller Porsche das Bike-Geschäft. Angestrebt wurde eine technologische Spitzenstellung, die dem Anspruch der Marke Porsche gerecht wird. Da verwundert es nicht, dass ausgerechnet Storck 2002 als Lizenznehmer mit der Fertigung der Porsche-Bikes betraut wurde. Das ist eine ideale, perfekte Verbindung, denn Storck hat einen sehr, sehr guten Ruf innerhalb der Fahrradbranche. Mit der Marke Porsche haben wir ein Produkt, was weltweit einen außergewöhnlichen Ruf hat in puncto Design, Qualität, Zeitlosigkeit. Und damit erreichen wir unterschiedliche Kunden. Mit Storck, den Fahrradenthusiasten, und mit Porsche, den Kunden, der an die Marke Ansprüche stellt und die bei den Fahrrädern dann auch wiederfinden kann. Ich messe mich eher an Leuten, die schneller sind, und habe Freude daran, mich mit jemandem zu messen, der besser ist, wie mich an jemandem zu messen, der schlechter ist.